wir sehen keinen Grund, dass er verhindert wird, sondern wir werden dafür sorgen, dass es diesen Tourismusverband gibt, weil das Einbringen von unmittelbar betroffenen Unternehmer, die also unmittelbar vom Tourismus leben, ein wichtiger Teil eines Tourismuskonzeptes ist. Und wir wissen, dass das in Salzburg, in Tirol dazu geführt hat, dass der Tourismus sich völlig dynamischer entwickelt hat, als wir es bei uns in Kärnten miterleben konnten. Das Ziel des Klagenfurter Tourismusverbandes ist folgendes. Es sind viele Visionäre da, gemeinsam mit den politischen und öffentlichen Kräften, Klagenfurt vielen, die es nicht kennen, näher ans Herz zu bringen. Das ist die Zielsetzung, die man in vielen kleinen Punkten einfach erreichen möchte. Weil wer kennt in Norddeutschland Klagenfurt? Ja? Wer kennt im südosteuropäischen Raum Klagenfurt? Wir können keine großen Sprünge machen, aber wir können durch den Kärntner Charme, die Freundlichkeit, die Effektivität, die wir haben, die Nachhaltigkeit einfach Klagenfurt näher bringen, vielen, vielen Menschen. Das ist sehr wichtig, weil wir haben gute Beispiele, wo es hervorragend funktioniert. Nehmen wir Tirol als eines der Vorzeige-Tourismus-Bundesländer in Österreich. Da funktioniert die Selbstbestimmung schon seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Und deswegen hätte ich und wir als Unternehmer sehr gerne, dass wir auch das hier in Kärnten zu 100% umsetzen können. Ja, wir werden die Klagenfurter Stadtpolitik auffordern, Einsicht zu haben und wir werden dafür sorgen, dass der Tourismusreferent Dr. Wallner der Klagenfurter Politik eine Weisung gibt, diese konstituierende Sitzung, die jetzt ausgeschrieben wurde, bei der es nicht möglich sein wird, einen Tourismusverband dort mit Geschäftsführung zu bestellen, dass das neu ausgeschrieben wird und dass so wie in allen anderen Kärntner Gemeinden es möglich ist, einen Tourismus mit Beteiligung der Kärntner Unternehmer auf die Beine zu stellen. Ich glaube, eine Blockade ist nie gut. Das hat sich in der Geschichte herausgestellt, dass bei einer Blockade es nie einen Gewinner gibt. Es kann nur Verlierer geben und Verlierer sind dann eigentlich die ganzen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Klagenfurt, weil ja alle zusammenhängen und alle eigentlich eine Faust sind, die zusammenhalten und das ist Klagenfurt, die Gemeinsamkeit, das fängt in der Kultur an, die wir haben, das fängt in vielen, vielen kleinen Bereichen an, nur gemeinsam ist Klagenfurt stark. Sehr kampfbereit, weil man kommt sich entmündigt vor, weil es ist ein Gesetz beschlossen worden von der Mehrheit der Kärntner Landesparteien, ja, und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ich in eine Situation gedrängt werde, um etwas zu kämpfen, was laut Gesetz festgelegt ist. Na, ich bin überzeugt, es wird nicht scheitern, weil das Gesetz sieht vor, dass die Einbindung der Kärntner Unternehmer möglich ist und wir werden dafür sorgen, dass das in Klagenfurt umgesetzt wird. Die Mittel hat man heute gesehen mit dieser Pressekonferenz und Mittel ist das Sprachrohr und die Sprache des Herzens ist das Mittel, gegen diese Blockade vorzugehen oder gegen diese Falschaussendung, diese Einladung. Und ich bin überzeugt, dass man das Beste für Klagenfurt will und deswegen auch dem Gesetz Genüge tun wird in Klagenfurt.